Sascha Hug im Schweizer Nationalzirkus der Gebrüder Knie. Als Elefantenstallmeister obliegt ihm auch das bei Kindern so beliebte Elefantenreiten. Auch die Morgenarbeit gehört zu den Pflichten von Sascha Hug. Übungen zur Arbeit mit Holz, gemäß der Tradition in ostasiatischen Holzfäller-Camps. Diese Szene liegt ein paar Jahre zurück. Sascha Hug bereitet Kimali vor, um auf seinen Rücken zu sitzen. Das ging wochenlang unter Einsatz von viel Körperpflege mit der Bürste, unterstützt mit intensiver Fütterung aus dem Eimer. Sascha trainiert Kamele. Abliegen in Linie. Die Belohnung für gute Arbeit. Das sind Turopolier Schweine. Sascha arbeitet mit ihnen in gleicher Weise wie mit den Kamelen. Sie werden also auch an die Longe genommen. Vera Wipf ist seine Assistentin. Die Kommandos sind dieselben wie bei den Kamelen. Die Polzer Gänse. Rauf auf die Rampe. Und ab geht's.